finde das Thema Kunst ganz, ganz wichtig, um einfach Bildungsarbeit in der Gesellschaft zu machen. Und daher ist diese Berlin Food Art Week für mich eine perfekte Kombination, um einfach über das Thema Essen, Nahrung und natürlich Kunst wirklich ein ganz, ganz wichtiges Thema zu kommunizieren. Und das ist dieses Jahr Wasser. Und für mich als eben Unternehmer, der sich mit dem Thema Wasser seit 10 Jahren ausschließlich befasst, ist natürlich eine tolle Gelegenheit, hier mit dabei zu sein. Wir sind hier Veranstalter und finanzieren. Das ist halt ein öffentlicher Platz und wir versuchen diesen Platz hier im Zentrum der Stadt mit zwei Universitäten rundherum zu so einem Raum für öffentlichen Diskurs und für öffentliche Debatten zu machen. Und da ist die Food Art Week einfach ein ideales Instrument für. Ist eine ganz tolle Möglichkeit, eben das Thema Abfall in Verbindung mit Wasser darzustellen und künstlerischer mal hervorzuheben und somit einfach nochmal einen ganz anderen Aspekt auf die Sache scheinen zu lassen. Ich bin über meinen Arbeitgeber, über die Berliner Stadtreinigung involviert. Wir möchten eben mit diesem Gewächshaus darstellen, wie viel Einwegplastik tatsächlich in Berlin anfällt und welche Alternativen es dafür gibt. Week bedeutet für mich einfach eine Fusion aus Kunst, aus Kulinarik und aus politischen Themen. Einfach eine Möglichkeit, ich denke, das auch für ein Publikum besser zu vermitteln, sodass man wirklich auch einen Zugang zu Themen schafft, wie eben heute das Thema Wasser, mit dem Jung und Alt und einfach Menschen, die hierher kommen, vielleicht auch zufällig hierher kommen, was anfangen können. Also die Food Art Week ist eine Kunstaktion, die die Aufmerksamkeit auf die Verbindung zwischen Food und Kunst bringen will. Und in diesem Jahr geht es vor allem um Wasser. Und da geht es darum, was hat Wasser mit unserem Essen zu tun und wie kann ich nachhaltig mich ernähren und warum sollte ich mich überhaupt nachhaltig ernähren.